Guten Morgen, meine Schokohäschen, und willkommen beim dritten Teil der Reise entlang der russischen Grenze. So, im letzten Video haben wir nachts einen Parkplatz gesucht. Das ist er. Einfach so ein normaler Waldweg. Wie ich gerade sehe, hätte ich auch weiter hinten durchfahren können, aber ich war mir gestern nicht sicher, ob der Boden hier feste genug ist. Hier sind wir. Wenn man über Lettland redet, denkt man immer an Riga oder die schönen Küstenlinien. Wir sind jetzt hier 10 oder 15 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Und das ist das Tolle am Vanlife-Leben. Vanlife-Leben. Dass man halt auch die anderen Seiten der Länder kennenlernt. So, anscheinend hat es heute Nacht geregnet. Mir ist es hier zu frostig, um nackig herumzulaufen. Ich gehe mal wieder rein und bereite mich auf den Tag vor. Ich habe bombastisch geschlafen. Ich habe richtig gut geschlafen. Wir fahren hier dann die Grenze entlang, auf jeden Fall nach Vialaka. Für mich ist momentan wichtig, dass ich von diesen kleineren Straßen runterkomme, denn die bestehen hier alle aus Schotterwegen. Das Problem mit den Schotterwegen ist nämlich, dass sich der ganze Sand, ich habe das jetzt schon gereinigt, hier überall festsetzt. Da müsst ihr dann einmal mit so einem Tuch drüber fahren und es dann am besten einmal einfetten, weil die Schiebetür ist echt ein Schwachpunkt bei jedem Transporter. Und schon funktioniert es viel besser. So. Einmal noch mein Teechen trinken und dann führen wir unser Abenteuer fort. Wir sind hier ungefähr, was ist das, 10 Kilometer von der Grenze entfernt. Ja, alles total tiefenentspannt hier. Hello. Shaky. Only with a shopping basket? Nothing. English, I am the control sau-sau. Yeah. Sau-sau. So it says only with... Is this you? No! No? No. Okay. Украинский. А что вы спрашивали? I only speak English. English. Покажите пальцем. Russia is 10 kilometers away. Are people afraid? Here? No, no. A little bit? A little bit. Okay. Bye-bye. Alles total friedlich. Ein Kaminchen, da hinten ein Wasserturm. Es riecht hier leicht verbrannt. Die Leute heizen wahrscheinlich mit allem, was sie haben. Oh ja, ganz viel Feuerholz hier. Hier haben wir einen Wasserbrunnen. Was ich vorher nicht wusste, das geht ja keine 10 Meter runter und das Wasser ist nicht trinkbar, weil das Wasser, das bis diese Tiefe absickert, noch nicht genug gefiltert wurde. Also falls ihr mal, wie ich, in einer Notsituation seid und euch an so einem Brunnen bedient, dann wisst ihr jetzt Bescheid. Mit den Letten Englisch reden, ne? Boah, Alter. Ja gut, wir sind aber auch in den Karpaten hier. Also die Straßen machen mich echt fertig. Wo sind wir hier? Vialaka. Das Wetter ist nicht ganz ideal, aber man kann ja nicht alles haben, gell? Ah, die bauen hier einen Campingplatz. Und ich stehe da gratis. Schokostecker. Geil. Aber wo führt das denn hin? So, Entfernung zur russischen Grenze. Immer noch so 10 Kilometer, okay. Ja, alles ein bisschen runtergekommen. Alles voller Trecker und Felder. Aber selbst die Bauernhöfe überleben manchmal nicht. Disco Party. Automutsons. Was? Die Balten und ihre amerikanischen Autos sind besessen davon. Aber abgesehen davon, dass das Wetter total trüb ist, ist es hier echt schön. Lettland, Vialaka, 10 Kilometer von der russischen Grenze. Was soll das denn sein? Die... Da war das. Okay, meine Lieben. Das ist eigentlich so eine halbe Stadt hier, aber es ist noch mehr eingeschlafen als in dem Dorf, in dem ich gerade war. Hallo. Das gibt's ja nicht. Das ist ja wie verhext hier. Samstag, 17.51 Uhr. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll. Die Leute haben hier kaum ein Dach über dem Kopf, aber eine gigantische Kirche.
fast nichts, Leute. Ich weiß ja nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber wir können ja jetzt nicht jedes verdammte Dorf abklappern und dann einfach gar nichts filmen. Wir fahren auf jeden Fall jetzt die nächste große Stadt an, namentlich Rezekne. Wir bleiben auf jeden Fall an der Grenze. Karsava sieht auch interessant aus. Nee, nein, ist nicht. Das ist ja winzig. Da sind ja gar keine Häuser. Das macht keinen Sinn, hier im Dunkeln herumzustochern und darauf zu hoffen, dass irgendwas passiert. Oh oh, da war ein fettes Schild. Borderlands. Das ist wieder sehr nah an Russland hier. Das dort links, das hinten ist Russland. Guck mal, schöner Wachturm. Militärfahrzeuge habe ich noch nicht gesehen. Hoffen wir mal das Beste. Rezekne, also unterwegs gab es die ganze Zeit nur langweilige kleine Dörfer. Ja, das ist so eine Großstadt. Hier sehen die Menschen auch mehr danach aus, als könnten die wenigstens ein bisschen Englisch. Was mich auch total traurig gemacht hat. Das ist ja wie so ein Teufelskreis. Wie sollen sie da rauskommen? Naja. Bratkartoffeln mit Schaschlik. Den Schaschlik gibt es hier in allen möglichen Variationen, auch in Essig eingelegt. Lasst euch davon nicht abschrecken, das schmeckt wahnsinnig geil. Deswegen habe ich auch ein paar Kilo zugenommen. So, los geht's, auf ins Abenteuer. Jawohl, das sieht doch eher nach einer Großstadt aus. Jetzt brauche ich nur noch die richtige Ecke finden, wo die richtigen Leute sind. Look how people feel like the situation right now. No one here, Nobody can hear the Russian will attack us because we are in NATO. So, meine Lieben, und ab dieser Stelle muss ich das alles kommentieren, weil ich habe Mädels gefunden, wir sind tanzen gewesen, wir haben Bier getrunken und wenn ich Alkohol trinke, kann ich gar nichts mehr. Das Filmen ist total fürchterlich geworden. Ich habe teilweise gar nicht gefilmt, aber es ist in der Nacht Unglaubliches passiert. Ich habe Russen getroffen, mit denen stundenlang Wodka getrunken. Ich habe danach Ukrainer getroffen, mit denen bis 7 Uhr morgens Wodka getrunken. Und wir gehen jetzt die einzelnen Szenen durch und ich erkläre euch, was da passiert ist. Ja, ich hatte keine Lust zu tanzen. Ich wollte eigentlich mit Leuten labern, deswegen bin ich dann weitergezogen. Und die Typen vor dem Tanzen haben mir ja gesagt, dass es da irgendwo einen Club in der Nähe gibt. Und da treffe ich auch direkt die Russen. Das ist direkt vor dem Club. Ich wollte eigentlich reingehen, aber der Typ, den man da jetzt sieht, wir nennen ihn einfach mal Josh, der sagt, ey, da ist es Kacke drin. Ich kenne was viel Besseres. Lass da vorne zum Sportplatz gehen, was wahrscheinlich irgendwie was Normales ist. Die betrinken sich da alle auf dem Sportplatz. Und dann kommen noch Freunde vorbei und dann haben wir einen geilen Abend. Josh ist da mit einem Kumpel. Der andere Kumpel, der sieht ein bisschen fertig aus. Der verschwindet auch später, weil seine Mutter wohl krank ist. Und Josh selber war LKW-Fahrer und hat tatsächlich in Deutschland gearbeitet. Man findet überall in Europa so viele Leute, die mal in Deutschland gearbeitet haben. Ja, und der ist halt total aufgeschlossen und nimmt mich sofort auf. Und ab dann wird's interessant. All the time. I speak English. Yeah? I speak English all the time. But where you stay now? Ja, und ganz klassische Frage, die fragen am Anfang immer, okay, wo pennst du denn heute Nacht? Manchmal, also man findet ganz oft die Möglichkeit, dass man bei irgendwelchen Leuten pennen kann, aber ich penne hier in der Karre tatsächlich am besten. Also selbst wenn ich bei jemandem zu Hause lande oder sowas, ich flüchte dann immer nachts. But I maybe but he needs to drink more. Then we region, yeah. Really exactly like that. But region? Yeah, not Latvia. No, it's like more a Russian pattern, yeah. Ja, der bestätigt ja nochmal, wir waren da ja ungefähr, was war das, 20 Kilometer? Ja, 20 Kilometer von der russischen Grenze entfernt und er sagt, das hier kannst du nicht als Lettland bezeichnen, das kannst du echt als Russland bezeichnen, weil das genau wie oben in Narva, wo wir waren, da reden alle Russisch.
Und das ist eine russische Bevölkerung, die von der Sowjetunion rübergewandert kam und dort halt immer noch leben. So, my friend, they're going home, yeah? After 20 minutes, we're going inside in the stadium, yeah? And we're waiting for him, yeah? Yeah. Okay? Why? Because they wanna, their mama is like crying, yeah? Ah, yeah, yeah, okay. They okay. wanna see the son, yeah? And they a long time. No, no, okay. Okay. Yeah, no problem, no problem. They like a mother, yeah. Mother, son. Are you like best friends or something? Yeah, absolutely. I know him. Ja, auf dem Weg zum Sportplatz haben wir uns natürlich noch eine Flasche Wodka geholt und dann noch andere Leute voll gelabert. Also so die Trinkkultur da hinten oder abends, die Leute, die sind schon sehr witzig. Gute Nacht, yes. Gute Nacht. And the more vodka we drink, the more we understand each other. No, more vodka, more English. Okay, you can sit down here, yeah? No, people, something like that. I forget English. Und da sind wir am Sportplatz. Vorne gibt's eine Lampe. Auf dem Sportplatz natürlich nicht. Und das ist so wundervoll. Man sieht ab jetzt nur noch schwarz. Boah, ja, Tobi, guck dir deine Pocke an, ey. Dir schmeckt das Essen im Baltikum wirklich, ne? Football, ja, yeah, Football. Yeah, Football, okay. Deutsch, yeah. Football. Fußball. They not good, not really good speaking English, because they travel for English, yeah? For like spending money, yeah, no, like working money, but working money. Yeah. But they're not speaking English like young people. Young coming people. Now in the yeah. In the shop, yeah. Yeah. They're speaking better for me, like in the Hungary. Ah, so you I'm old. Yeah, you didn't learn it that much. That for me it's Latvian. I'm Russian, really Russian. Yeah. Yeah. But Latvian words it's like for me it's like good, yeah. Very good. English is right. Salary, yes? Yes. I pay all the time. For the children, right? For the children. Yes, yes, yeah. Exactly, okay. Element, I don't know how. So, but you see your children. Ah ja, da reden wir über sein Leben. Der hat eine Ex-Frau, der hat Kinder, der sieht die Kinder regelmäßig und so weiter und so fort. Ne, typisches Kennenlernen. But when you come here, you like a lot, right? Das ist die typische Frage. Magst du das hier? Magst du das hier? Egal in welchem Land ihr seid. My friend, absolutely. A Latvia, amazing. Das ist meine typische Standardantwort. You know, when I come into Germany, in the Bavaria, yeah? Bavaria is, I like it. I think like Germany is a lot of rules. Ja, und jetzt fängt das typische Rumgekacke an. Später, wie verpacke ich das? Ich bin jetzt momentan in der Ukraine. Vor ein paar Tagen habe ich in einem Dorf einen kennengelernt. Wir haben uns so über die Deutschen lustig gemacht. Aber das stimmt wirklich. Der sagte, dass die Deutschen immer hochnäsig sind. Der hat dann sein Bier in die Hand genommen und hat mit dem kleinen Finger so gemacht. Das sind die Deutschen. Das ist ein gutes Zeichen, dass man die Leute so weit aufgebohrt hat, dass die mit einem Deutschen über die Deutschen lästern. Dann fühlen sie sich wohl ein bisschen wohl. Ist Russian ist Pochui. 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 Merkt euch das. Pochui. What means pochui? What do you it's want? Like a, yeah. For doesn't matter. Not even. What I wanna, what I'm doing. Freedom. It's like freedom. Freedom. Yes. Yeah, yeah. Also pochui bedeutet, das habe ich da auch erst kennengelernt. Pochui bedeutet, die machen dies und das. Die machen, was gerade da ist, weißt du? Da ist, die arbeiten mal im Lager, dann machen die das, dann das und das. In Deutschland ist es sehr reguliert. Man macht eine Ausbildung und dann bleibt man in seinem Beruf und man ändert so ein bisschen seine Tätigkeiten natürlich, aber grundsätzlich behält man seinen Job. 300 Euros. 600 for, yeah. For a flat. For a flat, yeah. Salary. Look at salaries. 5 years ago. Now it's fucking shit. I have a flat. My boss renting for me, yeah. We're living together. We have two rooms, yeah. Yeah. Like, yeah. It's kitchen, yeah. It's good. Like, you know, like a dirty job. Dirty job. Yeah. No, no, something like that. They get about 500, 600 euros per month. Oh, so everything goes for the flat? Yeah, yeah, it's impossible. Okay. For people,
Ja, aber dass sehr viel Geld für Miete oder für das Haus draufgehen und sowas, das hört man überall. Das hat man echt überall. Oh. When I went from Estonia to Latvia, they better living. In Estonia, little easier, right, for them. Yeah. This is European Union. How comes people have it so hard? Not how I'm talking for this one. It's not European, no, типа European, yeah? Ja, wenn es irgendein Russen unter euch geht, ich weiß ja noch nicht mal, ob die Russisch oder Lettisch reden. Könnt ihr mir gerne nicht übersetzen, aber ich nehme mal davon aus, die sprechen darüber, wann die sich wo treffen. Jews, yes, no, I don't like it. They don't like Jews? Yeah, of course. No? Ja, und da habe ich eine kurze Szene. Der Typ, der Josh, mit dem wir da reden, der ist ein mega Rassist. Ich meine, da hat man überall. Aber der Typ ist, boah, der ist so in dieser russischen Propaganda drin. Ich meine, jedes Land hat seine eigene Propaganda irgendwie. Aber, boah, ist der da drin. Der homophob ohne Ende, mega rassistisch. Was mich dann auch ein bisschen stutzig gemacht hat, weil ich bin ja ein Ausländer. Er hat selber in Deutschland gearbeitet. Deswegen hat er mich wahrscheinlich aufgenommen. Poland is Slavic language. It's not Slavic? Poland maybe, but Deutsch no. Deutsch? No. Slawische Sprache, das Polnisch, Tschechisch gehört auch noch dazu, Russisch gehört dazu. Das ist so eine eigener Konstrukt der Sprache. Die deutsche Sprache kommt ursprünglich von woanders her und so. Das ist halt einfach von Grund auf anders konstruiert als zum Beispiel die slawische Sprache. Yeah. No, Russian language, but Slovakian is like a same. Yes. It's... Yeah. Oh. No. This they're not taking what that. Does this mean? This... Edda. Edda? No, it's Russian word. For me, this is like, I don't understand this. For me, this in German, this is R. 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 Yeah. It is me. It is me. Russian crazy man. Same like Russia. Is my country. Russia. Oh, Russian crazy man, da ist er. Auf den habe ich gewartet. Mit dem prügel ich mich später. Ja, und Russian crazy man, der ist echt crazy gewesen, ey. Where are you from? Excellent. Germany. Germany. Niemitz. Okay. Niemitz. Where are you from? Konkretki. Dortmund. Dortmund. I'm working sometime. Their daughter and the son are living in Osnabrück. What? Osnabrück. Osnabrück? Yeah. You? Yeah. No. Osnabrück? No. The son and daughter living near. Самуда, блядь, надо. Я за пацанов, нахуй. Встал горой, блядь. Right there, tattoo. What? It is, dude, myself. Really? Yeah. It's making myself. A Russian crazy man hat sich selber tätowiert. In dem Moment dachte ich mir, ey, war das im Knast, oder? Ah, подожди. 0042, я уже посмотрел. You know, they like a Stalin. We are Russian, we are gods. Yeah, not okay. Not the same. So you really like Rush Stalin, right? No, bro. We like now. No, Stalin no good. They so making a lot of the kills, you know. Yeah. And now we not liking here. It's Latvia. Ja. Stalin, für die das nicht wüssten, ist für Millionen Tode verantwortlich. Der wird quasi gleichgesetzt mit Hitler. Also hätte er da gesagt, so, ja, Stalin und so, dann wäre ich direkt abgehauen. Das ist zu krass für mich. Ich weiß nicht, ob der tatsächlich meinte, ey, Stalin ist scheiße, oder ob der das nur so gesagt hat, weil er wusste, dass das eine rote Linie überschreiten würde. Da bin ich mir nicht sicher. For them it's no good. За Россию. За Россию, да. For Russian. Baba? What are you looking for? Где ищу? Куда? Курчап, My ex-girlfriend. Калашников. И нахуй вламываешь. Нахуй. Просто берешь и только ты вламываешь. Ex-girlfriend, нахуй. She bit you. But I love you, блядь. Стой. What is this? Да нет. Тихо, блядь. It's okay. No, stop. It's okay. Oh, und da fängt die Schlägerei an.
Die wollten Sparring machen, oder wir wollten Sparring machen. Das heißt einfach nur Training, kämpfen ein bisschen. Aber der Crazy Russian Man, der hat immer volle Kanne zugelangt. Also beim Training achtet man ja darauf, dass man nicht verletzt ist. Weil wenn man verletzt ist, dann kann man nicht trainieren. Und das ist kontraproduktiv. Die Leute dort in der Ecke, das sind alles die härtesten Kämpfer und so. Die sind auch gut, ja. Aber viele von denen haben das nicht in irgendeiner Schule gelernt oder sowas. Aber da haut er mir auch in die Rippe rein, die dann 3 Wochen lang geprellt war und beim Atmen wehgetan hat. Später kämpfe ich noch ein bisschen mit den Ukrainern, die ich dann kennenlerne. Und die waren zum Beispiel viel besser. Die haben das wirklich gelernt halt tatsächlich. Der kann gar nicht mehr aufstehen. Russian Crazy Man. Der war voll bescheuert. Der war super scheiße. Take one down. Take one. Da, 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 da. Take one, do? Ja. Yeah. So, und jetzt wird's interessant. Das war 20 Minuten, nachdem wir uns geprügelt haben, kommen dort 8 Russen an. Das waren höchstwahrscheinlich Russen. Josh guckt mit so großen, glasigen Augen dorthin. Der Crazy Russian Man, der vollkommen gestört ist, geht dorthin und schreit die an. Und ich frag Josh, haben wir ein Problem? Und er sagt so, vielleicht, vielleicht. Und guckt mit ängstigen Augen zu denen. Und da hat man noch die kurze Szene gehört. Not good. Ja, und in dem Moment umdrehen, laufen. Ich bin weggerannt. Alleine 2000 Kilometer von zu Hause entfernt, bei rassistischen Russen, nachts, mit so vielen Leuten. Ja, ich bin gerannt. Ich bin über einen 2 Meter hohen Zaun gesprungen und bin gerannt, bin gerannt, bin gerannt. Die Wodkaflasche habe ich da gelassen und bin stiften gegangen. Das einzig Richtige, was man machen kann. Also, ja, und jetzt kommt das besoffene Gelaber, das schneide ich alles raus. Da lalle ich irgendeinen Schrott in die Kamera rein. Das braucht keiner sehen. So, und da lerne ich jetzt auf dem Weg zum Auto, auf dem Rückweg, lerne ich noch Mädels kennen und befrage die, ey, gibt es hier viele Rechtsradikale? Sind die Leute aggressiv? Wie ist so die Stimmung der Stadt? Weil zu dem Zeitpunkt bin ich ja gerade vielleicht 2 oder 3 Stunden in dieser Stadt. Und die Mädels waren da echt hilfreich. Das war super. It could happen, because actually people here, they are drink a lot and they always get in the fight. So it may could happen. Actually, could happen. Maybe it's good that you run away, because people here, they are quite aggressive. It could happen. They were drunk, then... Yeah, absolutely. Yeah, oh, then. I am drunk like hell right now. Run because away. Some people are really stupid here. And I wouldn't be surprised. Okay. And where are you staying here? Ja, und dann frage ich die natürlich auch, ob die Angst vor der Situation und Russen haben und dem Krieg und so. No one is afraid of it. No. My husband is Russian. When this war started, yes, was some... yeah, it was a bit scary. Things when it was too much and we have a feel not good. Yeah, because is now the situation is more calm. Yes. Yeah. I mean, people in general, they are fine. But maybe if you get to the wrong people, I mean, it's always about to get in the wrong place in the wrong moment. You know, it's alcohol and can some shit happen. Yes. Even us, we were going to the clubs and even girls were starting to fight with us sometimes without no reason. It could happen. It's just about the bad moment, let's say, you know. So I don't know, maybe you go back now and you get to the right people and you have fun and you have a great night. Und das ist so witzig. Ich gehe zurück und ich komme tatsächlich an die richtigen Leute. Maybe you are right. Maybe I go back and and everything is fine, exactly. So should I risk it? If you feel like shit, I risk it. Why not? Important, don't show your boxing skills. Yeah, no. Because no, when you show your boxing skills, people say, absolutely. Oh, you're aggressive. So if I don't come back, call the police. Oh my god. My what's your name, by the way? Tobias. 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 We wish you a very good luck. Ich kann es nicht glauben. Ich gehe da echt zurück. Ich halte mich auf Distanz. Fuck, was mache ich eigentlich, Alter? Da schreien irgendwelche Leute rum. Ey, das ist ja zu peinlich. Wenn das nicht eine fucking Provokation für dich ist.
Boah, die hören sich mega aggressiv an. Hier bin ich drüber geklettert. Das ist aus einem 2-Meter-Zaun. Wie habe ich das geschafft? Hier klettere ich wieder drüber und schleiche mich langsam wieder ran. Oh yeah, Baby, da hinten gibt es Bewegung. Weiber und Typen, die zu derselben Stelle gehen. Und die reden russisch. Die laufen auf jeden Fall komplett frei über das Fußballfeld und scheinen sich direkt darum zu kümmern, was hier vorher passiert ist. Also denke ich, die haben mit der Sache nichts zu tun. Ich quatsch die mal an. Englisch? A little bit? Speak English. No? Перевод. Translate. Translate? Перевод. Yeah. Пиши, пиши. Okay, yes. Ja, und das sind die Ukrainer, die ich da kennengelernt habe. Ja, und die waren mega einladend. Ich habe denen da die Situation erklärt und die haben sofort gesagt, okay, dann trinkst du jetzt mit uns weiter. Stay, stay, stay. Ja, yeah, okay. Ukraine. Ukraine, top. Ja. Yeah. Na, Fajno, fajno. Fajno, yes. Ja, uczę się rozechnieńskiej polskiej gimnazji. Polska szkoła? Polish school? Tak. School, school. Tak. You? Ja. Aj. You? Nie, my nie wiedziały. Ja, und die haben gesagt, die haben die Russen halt nicht gesehen. Die haben mit denen gar nichts am Hut. Das ist jetzt eine komplett andere Gruppe. Toi, das ist moje. One second. No vodka. So, you understand no English? 50-50. Yes, it's good. It's good. A little bit is good. A good moonshine. No, I don't good. Ah, yeah. Ukraine. That is good. Nice. Where in Ukraine? Where? Lviv, Kiev? Ah, Odessa, or? Odessa. Odessa. It's from my family. Oh, yeah, okay. Yeah, there, around the corner, right? Yes. Let's go. Let's go. My friends. Ukrainer sind echt die geilsten. Okay, du musst eh Ukrainer. Da ist er, die goldene Quelle der Ukrainer. Hallo. Lass jemand am Reihen. Da war echt jemand in der Ecke am Kotzen. Wie gut, dass da so wenig Licht war. Coca-Cola. Okay, es ist offiziell, die hält mich für vollkommen behindert. Ich habe jetzt 3 Liter Cola mit mir dabei. Da hinten sind sie, diese Tür da hinten. Music. Everything. Dabei. Ja, das ist so typische Gastfreundschaft. Die wollen mich die Musik spielen lassen und so. Это все равно. Похуй так-то, а кого так-то? I junior champion. Go away. Weil der Typ, der konnte wirklich boxen. Der konnte richtig gut boxen. Your name? Tobias. Bis jetzt waren das 2 Ukrainer Männer und 2 Ukrainer Frauen. Die 2 Ukrainer Frauen sind dann weggegangen. Und jetzt kommt eine dritte Person dort an. Und das ist, mehr habe ich nicht in Erfahrung gebracht, das ist ein Opiumsüchtiger, der da einfach herumgetourt ist. Tobias, ja. Wir reden über Tobias. Da. Und ich selber хуел. Tobias. Vielleicht, aus Germany. Und ich war ihm super suspekt. Er hat ständig, ich sollte Sachen auf Deutsch sagen. Er wollte meinen Ausweis sehen. Der hat es einfach nicht geglaubt. Was machst du hier? Warum fährst du alleine so herum? Und ich konnte es ihm auch irgendwie nicht erklären. Ja, aber ich denke, das reicht jetzt auch an Material, weil ich habe jetzt ganz viel da rausgeschnitten. Wir haben natürlich bis 7 Uhr morgens getrunken. Aber die Aufnahmen wurden halt immer schlimmer und das macht keinen Sinn, das so zu zeigen. Aber es ist interessant. Sowas sieht man dort ständig. So wie ich ankam, bin ich auch wieder abgehauen. Ja, und das war der kleine Trinkabend oder der lange Trinkabend mit Ukrainern und Russen. Krass war der heftige Unterschied zwischen den Russen, die rassistisch, homophob und alles waren. Ich meine, es gibt solche und solche Menschen. So grundsätzlich sind Russen immer sehr nett. Aber da hat man deutlich gesehen, dass die wirklich von dieser russischen Propaganda halt geleitet werden irgendwo. Und dann war die zweite Hälfte des Abends mit den Ukrainern, vor denen ich halt nicht wegrennen musste, die so gastfreundlich waren und so einladend und mich eingeschlossen haben. Das war echt schön, das alles an einem Abend halt erleben zu dürfen. Krass. So mischen sich manchmal die Kulturen, aber guckt euch diese Kirche an da, in dem Nebel.
Holy fuck. Ich bin da total besoffen. Aua, meine Rippe tut weh von diesem Kickboxer. Das ist 1:1 wie nach der Sowjetunion. Ich muss natürlich eine beschissene Rede halten, nachdem ich da mit Leuten gesoffen habe. Und dann habt ihr Aussichten wie diese hier. Und wie gewohnt bin ich einfach nur froh, mein Auto da stehen zu haben. Guck mal, ich habe mein Fenster nicht richtig zugemacht. Huch. Oh, Gott sei Dank. Okay. Und sobald ich diese Tür schließe, weiß ich, dass alles, was gerade passiert ist, ist genau jetzt vorbei. Und morgen geht der Wahnsinn weiter. Das ist echt so. Das ist echt so. Das ist einfach nur Wahnsinn. Absolut durch das Kotelett. Gib dem Mann ein Wasser. Ich habe dann meinen Rausch ausgeschlafen, bin am nächsten Tag erstmal nicht weitergefahren, sondern am übernächsten Tag und dann kam der Oberknalle. Bin weiter Richtung Grenze gefahren und dann passiert das. Oh, das ist eine Kontrolle, ich fass es nicht. Die haben in Lettland nämlich den Ausnahmezustand an der weißrussischen Grenze ausgerufen. Ja, wir sind südöstlich weiter runtergefahren. Und da kommen über Weißrussland so viele Flüchtlinge in die EU, dass die dort 20 Kilometer vor der Grenze jeden anhalten und diesen Wisch unterschreiben lassen. If I do not drive there, right? Yeah. Okay. Because, so I think I turn around. If they will find you nearly border, they will arrest you. Okay, now yeah? So I turn around. Okay, thanks. This is yours. Okay. Die nehmen einen fest, wenn man dorthin fährt. Ich kann's nicht fassen. Die haben natürlich das ganze Auto durchsucht und so weiter und so fort. Aber das war wirklich, wirklich neu. Und der Polizist sah nicht freundlich aus. This is mine. Alright, thank you. Okay, bye. Bye. Ah, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Das ist so witzig. Okay, wir fahren zurück. Oh. Ja, schon wieder einer dieser komischen Sachen hier in Osteuropa. Ja, sehr interessant. Ich dachte mir, dass die Fahrt jetzt in Weißrussland uninteressant werden würde, aber es schaut so aus, als ob es jetzt erst so richtig losgehen würde. Mann, ich schlitter echt oft am Knast vorbei. Ja, und jetzt bin ich in Dagda, einer kleinen, winzigen Dörfchen. Auch 20 Kilometer von der weißrussischen Grenze entfernt. Gut, ich denke, das reicht für den dritten Teil. Mir tut meine Rippe immer noch höllisch weh. Ich werde hier mal eine ruhige Kugel schieben. Sehr toller Stellplatz hier übrigens mit Toiletten und Pavillons überall. Man kann hier schwimmen gehen. Ich werde mir das ganze Dorf mal einmal ansehen. Wenn es hier irgendwas Interessantes gibt, dann landet das auf jeden Fall im nächsten Teil. Ich habe das Gefühl, je weiter ich in den Süden runterfahre, desto mehr Angst haben die Leute vor den Russen. In Estland hat es ja keinen interessiert. Hier in Lettland sagen die Leute schon langsam, ja, die haben Angst davor. Danach geht es noch weiter südlich runter nach Litauen, nach Ignalina. Darauf freue ich mich schon die ganze Zeit, denn dort gibt es das Tschernobyl-Kraftwerk, kopiert 1:1. Daraufhin fahren wir in Litauen natürlich runter zur Hauptstadt Vilnius und dann geht es rüber nach Polen und dort fahren wir auch noch die weißrussische Grenze entlang und fragen die Leute, ob sie Angst haben. Und wir fahren bis zu der Stelle, wo in Polen letztes Jahr die Rakete aus der Ukraine eingeschlagen ist. Und die Stelle gucken wir uns auch an. Ich habe sie ausfindig gemacht, sie befindet sich auf einem Bauernhof und ich werde zu den Bauern hingehen und fragen, ob wir uns den Krater angucken können, der die Rakete hinterlassen hat. Und mal schauen, was er so über den Krieg und über die Russen und die mögliche Gefahr denkt. Also, wird sehr interessant. Ich freue mich noch mehr auf die nächsten Videos. Ich bin jetzt mittlerweile in der Ukraine und die Fahrt entlang der weißrussischen Grenze, ich werde da festgenommen an einer Stelle, obwohl ich nichts Schlimmes gemacht habe. Übel. Wenn du Kommentare hast oder Fragen hast, dann schreib mir gerne. In den Kommentaren kommen sowieso immer die besten Sachen zustande. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video und wie immer, wir sehen uns unterwegs.